Wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer intelligenter Haushaltshilfen. Ich grüße euch. Ich habe heute einen ganz neuen Staubsaugerroboter für euch. Und zwar den Shellbot SL60. Das wäre diese jene hier im dezenten matten Schwarz. Ist recht neu. Gibt es bei Amazon zu kaufen und kostet derzeit 250 Euro. Also auf jeden Fall eher ein günstigerer Staubsaugerroboter. Und das war jetzt durchaus zu überraschen, weil der navigiert auf jeden Fall schon mal mit Laser. Also eine bessere Navigationstechnologie. Es ist ein Saug- und Wischroboter. Das sind wir ja eigentlich gewöhnt. Also man muss sagen, er hat keine aktive Wischbewegung. Also auch hier ist das Wischen wieder eher so on top. Er verbessert so ein bisschen die Reinigungsleistung. Allerdings gibt es zwei Tanks. Und ich finde, das ist eine echt gute Lösung. Okay, der hat gleich auch das registriert, dass ich gerade die Staubbox entfernt habe. Das ist eine reine Staubbox. Alternativ gibt es aber dann im Lieferumfang eine Hybridbox. Und habe ich bisher noch gar nicht so gehabt, ist aber eigentlich eine ganz gute Lösung. Normalerweise wird entweder das eine oder das andere geliefert. So, hier haben wir beides. Das ist eine Hybridbox, nimmt 240 Milliliter Wasser auf, beziehungsweise 240 Milliliter Staub. Und das ist dann der Wischmob. Den kann ich dann einfach dranheften. Ich könnte ja dann auch, wenn ich nur saugen möchte, eben nur die Staubbox verwenden. Hier können wir uns eben entscheiden. Wir sagen, okay, die Wohnung ist mega dreckig. Wischen muss gerade nicht sein. Dann einfach die große Box und fertig ist der Lack. Keine Absaugstation hier. Navigation hier über ein Lasertürmchen. Das ist eine recht solide Angelegenheit. Ziemlich zuverlässig. Wir haben eine hohe Reichweite. Und natürlich ist eine Live-Kartierung möglich. Also Karten werden erstellt dann in der App. Die Saugstärke ist einstellbar. Wasserzufuhr ist auch einstellbar. Wir werden nachher natürlich beides testen. Also saugen und wischen. Wir haben Hinderniserkennung, Freunde, und das ist ganz interessant und es hat mich auch in dem Preisbereich sehr, sehr überrascht. Es sieht man hier vorne, hier ist ein ganzes Kamera-Array drin verbaut und das hätte ich in dem Preisbereich nicht erwartet. Wir haben ja den Laserturm für die Navigation und hier vorne die Sensorik, die Sensorenphalanx, ne? Star Trek-Fans wissen Bescheid. Das ist einmal ein Time of Flight, also ein TOF-Sensor, TOF. Jetzt wissen die Avatar-Fans wieder Bescheid. Und wir haben eine richtige Kamera. Vorne drin, seht ihr das? Das ist noch irgendein dritter Sensor, muss ich sagen. Den konnte ich bisher noch nicht so identifizieren. Eigentlich sind es sogar vier Sensoren. Direkt in dem Bumper, der ist uns erhalten geblieben. Herbert schreibt dann hier von einer 3D-Hinderniserkennung. Und ich bin mal gespannt, ob das einfach nur beeindruckend aussieht oder ob der Hindernisse tatsächlich auch zuverlässig erkennt und halt dann drumherum fährt, also die dann ignoriert. In der App können wir natürlich dann Sperrzonen festlegen. Wir können Reinigungsbereiche, also die jetzt selektiv gereinigt werden sollen, können wir festlegen. Raumreinigung können wir festlegen. Der hat eine Teppicherkennung. Klettern kann er 2 cm. Bauhöhe 9,45 cm. Der Akku misst 5200 mAh. Damit kann er vermutlich wieder im Eco-Modus maximal 200 Minuten reinigen. Sprachsteuerung wird über Alexa und Google Assistant natürlich unterstützt. Wir haben den App-Support, womit wir den steuern können. Selbstverständlich können wir den auch über die Tasten steuern auf dem Gerät. Und das ist außergewöhnlich. Wir haben auch wieder eine klassische Fernbedienung mit dabei. Sogar mit Batterien. Häufig haben wir eine Fernbedienung, aber keine Batterien, wo ich mir denke, oh really, really, ich habe gerade keine. Selbstverständlich haben wir dann eine Standard-Ladestation. Nichts Besonderes. Ah, das heißt nichts Besonderes. Können wir einen Deckel abnehmen und sieh da, Kabelmanagement. Habe ich auch genutzt. Ich habe das Kabel hier, wie ihr seht, ein bisschen eingewickelt, damit ich es verkürzen kann, weil die Steckdose direkt über der Station ist. Vier Füße halten dann die Ladestation auch in Position. Wir haben noch einen Ersatzlappen dabei. Ein kleines Reinigungstool ist dabei. Eine Gebrauchsanweisung ist dabei. Für diejenigen, die nicht wissen, wie so ein Staubsauger-Roboter funktioniert. Und eins fehlt noch. Eine Kantenbürste. Ersatzkantenbürste. Denn einen habe ich ja schon installiert. Wie man sehen kann, einfach dran klippen. Das geht mal relativ einfach. Hier haben wir noch zwei Ladekontakte. Die Rolle zum Lenken und die Rollen zum Denken. Nein, das ist der Antrieb. Leider kein Kabelschutz, wie wir sehen können. Schade, das wäre jetzt so aufwendig nicht gewesen. Wir können hier natürlich die Abdeckung abnehmen, um die Rolle dann zu reinigen. Da ist ja auch ein gleiches Tool dabei. Die Rolle, also die Weite, das ist ein Standardformat mit einer Bürste dran und auch zusätzlich mit einer Gummilippe, dass hier halt nichts entgehe. Die Abdeckung hat auch nochmal eine Gummilippe, das ist alles ganz vernünftig, aber hier vermisse ich definitiv den Kabelschutz. Standard Kreuzschlitzschrauben, entweder um das gesamte Gehäuse zu öffnen oder hier. Da wird vermutlich der Akku drunter sein. Finde ich nice. Kommt man hier also easy ran. Wir haben hier, hier und hier noch Absturzsensoren. Und ja, ich glaube, da sind wir alles durch. Auch nochmal die vordere Seite gezeigt. Power-On-Taste, Home-Taste zum Zurückkehren. Matte, schwarze Oberfläche. Soweit ganz vernünftig. Hier nochmal ein polierter Bereich. Sieht sicherlich ganz nett aus. Ich habe es aber irgendwie geschafft, den Bereich schon zu zerkratzen. Ist halt immer so eine Sache, nicht wahr? Diese polierten mit Materialien sehen mal ganz nett aus, aber verstopft schneller. Man sieht schneller Fingerabdrücke, wobei das hier eigentlich geht, aber in meinem Fall habe ich es geschafft, das irgendwie zu zerkratzen. Naja, was die Saugleistung angibt, gibt der Hersteller hier eine maximale Leistung von 4000 PA an und das ist für so einen Staubsaugerroboter auf jeden Fall sehr gut.
So, dann stelle ich den Staubsaugerroboter auf, so mit meinen Standard-Testbedingungen. Das bedeutet, ich habe einen Langhaarteppich, den roten auf dem Boden. Das bedeutet, ich gebe Katzenstreu wieder aus, damit er ein bisschen was zum Wegsaugen hat, damit wir das uns später, also das Ergebnis, dann im Staubbehälter auch anschauen können. Und natürlich habe ich mehrere Hindernisse aufgestellt, wieder in Form von zwei kleinen Kartons, um zu sehen, ob er die wegschiebt und ignoriert oder ob er die tatsächlich umfährt. Verbunden mit der App, das geht wie immer recht leicht. Hier ist aber gleich gesagt, es werden nur 2,4 GHz Netzwerke unterstützt. Hat man in der Regel aber auch. Und es sei noch dazu gesagt, man sollte in der Nähe vom Router sein. Also die Reichweite ist nicht grandios. Aber einmal connected, dann hat alles ganz gut funktioniert. Alle Daten werden übertragen, die so benötigt werden, wie zum Beispiel Akkuladezustand war bei mir auf 100% und mein gesamter Test hat nur 6% verbraucht. Das ist echt gut. Ich habe den erstmal kartieren lassen. Das wird auch empfohlen. Das heißt, er hat den Raum eingescannt. In meinem Falle nur einer, nämlich mein Testraum. Früher habe ich immer mein Studio verwendet, aber jetzt habe ich halt einen cleanen Raum nur für den Test vom Staubsaugerroboter und da kann ich auch mein Parcours aufbauen. Das ist einfach besser geeignet. Den Raum scannt er sehr schnell ein. Also der erste Durchgang war unglaublich schnell. Das habe ich bisher noch gar nicht gehabt. Da hat er dann die Karte erstellt. Der redet dann auch mit euch. Der ist echt ganz kurz rumgekurvt, hat ein bisschen geschaut. Okay, wie sieht der Raum aus? Hat eben alles vermessen, hat die Karte erstellt, ist zurückgefahren und gesagt, hier, ich bin fertig. Das war's, wir können loslegen mit dem richtigen Reinigungsvorgang. Zurück zur Ladestation hat er auch schnell gefunden, ist hier nicht die große Herausforderung, aber Wegfindungs-KI soweit hier also nicht versagt. Spricht ja immer mit euch, in dem Fall erstmal auf Englisch, kann man in der App dann auf Deutsch alles umstellen, ist gar kein Problem. Klare Aussprache, der Lautsprecher ist laut genug, lässt sich in der Lautstärke auch einstellen, bis 0, also Stummschalten geht auch. Es gibt auch eine Möglichkeit, den Staubsauger zu finden, falls er sich festgefahren hat, und dann Schrank. Die englische Sprachausgabe ist soweit vernünftig, die deutsche Sprachausgabe ist nicht vernünftig übersetzt. Und da wundert mich auch, dass diejenige, die das halt eingesprochen hat, das nicht gleich korrigiert hat. Also die Texte sind teilweise nicht einwandfrei übersetzt, man versteht letztendlich, was gemeint ist. Die App selber, die ist aber tatsächlich vernünftig übersetzt, da ist mir erstmal nichts Negatives. Hier ist jetzt aufgefallen. Wir können auch in der App alles einstellen, individualisieren, wie wir das brauchen. Also es ist eine recht leistungsstarke App. Die Kartierung erfolgt, wie gesagt, in Echtzeit. Das könnt ihr also beobachten, während der Roboter reinigt. Dabei hat der Laser eine sehr hohe Reichweite. Der hat in mein Studio reingescannt, bis zur Wand noch. Und hat das dann gleich mit in die Karte aufgenommen, aber auch schnell bemerkt, dass er den Raum nicht wechseln kann. Ich habe natürlich die Türen geschlossen, in der einen Tür aber stand ich drin und habe reingefilmt. Und das hat er dann aber auch schnell gepeilt. Da komme ich nicht durch. Und er hat gesagt, hier, Karte fertig, soweit wie er halt fahren kann und zurück. Also ohne große Zeitverschwendung. Manche Roboter brauchen ewig bei der Kartierung und fahren alles fünfmal ab. Die erste Reinigungsfahrt, soweit auch erst erfolgreich. Ich habe den sofort wischen lassen, habe eingestellt, dass er den Teppich ignorieren soll. Und ich ging auch davon aus, dass er das tatsächlich sehr zuverlässig macht. Tatsächlich hat sich später erst herausgestellt, dass die Teppicherkennung zumindest hier mit meinem Teppich nicht einwandfrei funktioniert. Denn er ist später dann tatsächlich auf den Teppich geklettert. Man kann ihn nicht einstellen in der App, das finde ich richtig gut. Einmal Teppich ignorieren oder nicht, wenn er wischt. Und man kann einstellen, dass er die Saugleistung erhöht, wenn er auf dem Teppich rumfährt. Allerdings hat das nicht gut funktioniert. Er scheint den Teppich eher als Hindernis zu erkennen, aber nicht als Teppich. Und hat ihn deshalb wahrscheinlich auch am Anfang erstmal ignoriert. Also die Teppicherkennung hier leider nicht einwandfrei. Das gilt hier allerdings nicht für die Navigation. Die funktioniert wirklich spitze. Der hat sofort sehr effizient gereinigt in einem sehr effizienten Muster. Die Hinderniserkennung ist wirklich fantastisch. Er hat mich einwandfrei erkannt und ignoriert. Der hat beide Kartons einwandfrei erkannt und ignoriert. Und zwar auch immer ohne Feindberührung. Abstandssensoren habe ich vorhin nur erwähnt, aber die sind da halt dafür da, dass er, wenn man eben ein mehretagiges Haus besitzt, dass er sich da nicht in den Freitod stürzt. Das heißt, er erkennt dann eben Stufen. Das ist ja eigentlich das Einzige, wo sowas wirklich vorkommt. Man lässt ihn ja jetzt nicht an irgendeiner Klippe reinigen, irgendwo auf dem freien Feld. Reinigungsleistung bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, wir schauen uns gleich den Behälter nochmal an. Wischleistung, da muss ich sagen, da sollte man einen höheren Durchsatz, also Wasserdurchsatz auswählen. Die Grundeinstellung, das ist der niedrigste Durchsatz. Da wischt er wirklich ganz leicht feucht. Hier ist der Durchsatz wirklich so gering, dass ich eigentlich sagen würde, wenn man jetzt normalen Fliesenboden hat, Linoleumboden oder sowas, würde ich auf jeden Fall mindestens die mittlere Einstellung wählen. Ich wollte noch eine zielgerichtete Reinigung auswählen. Eine Zone kann man hier noch nicht einstellen. Das ist bei mir ausgegraut. Ich gehe davon aus, dass er vorher erstmal mehr kartieren muss, also mehr an Fläche, mehrere Räume. Konnte ja eine Raumreinigung auswählen. Der hat den Raum natürlich erkannt und auch benannt. In dem Fall hat er sich für Wohnzimmer
Wohnzimmer 1 entschieden. Wohnzimmer 1, das kann man natürlich später alles umbenennen. Das ist kein Problem. Und dann kann ich denen auch sagen, reinige jetzt eben diesen Raum. Und das hat er auch gemacht. Hat eben diesen einen Raum gereinigt und ist zurückgekehrt. Auch da kann ich individuelle Einstellungen vornehmen. Ich kann sagen, reinige diesen Raum jetzt zweimal. Beim Korridor ist das keine schlechte Entscheidung. Ich kann die Saugleistung festlegen. Es gibt mehrere Saugstufen. Ich kann eben die Wasserdurchlaufrate festlegen. Eben jetzt im Speziellen bei individueller Reinigung nur für diesen Raum. Die Hinderniserkennung im Übrigen, die ist intelligent. Der kann Schuhe oder Socken und solche Kleinigkeiten, kann der erkennen. Ich gehe mal davon aus, dass der eine Datenbank hat. Er hat ja vorne richtig eine Kamera drin, die auch in Farbe halt aufzeichnet. Und dass der dann visuelle Abgleich vornehmen kann und kann dann das auch entsprechend markieren. Eben Hindernis eben wie Schuhe, dass er das definieren kann. Wofür weiß ich jetzt genau auch nicht. Man kann mehrere Karten erstellen. Macht bei mir jetzt natürlich nur keinen Sinn, weil ich bloß eine kleine Wohnung habe, nicht mehrere Etagen. Kann man dann auch individuell benennen. Ihr könnt den Roboter natürlich auch individuell benennen, falls ihr mehrere habt. Ihr könnt virtuelle Wände noch einzeichnen, Sperrzonen könnt ihr definieren, immer so weiter. Schauen wir uns erstmal das Ergebnis an, was er weggesaugt hat. Man kann den Wassertank und den Staubtank im Übrigen auch separieren. Das macht das Ganze beim Reinigen einfacher. Restwasser entleeren und dann den Staubbehälter auch leeren und reinigen. Öffnet sich sehr schwer, muss ich zugeben. Und da haben wir hier den HEPA-Filter und ein bisschen Dreck drin und hier ist dann eben mein ganzes Katzenstreu. Hat ungefähr 95% hat er aufgenommen, also sehr viel und das meiste dabei im Eco-Modus, also in der geringsten Saugstärke. Ja, sieht doch ganz vernünftig aus. Ihr seht ja auch ungefähr, so habt ihr eine Vorstellung davon, wie viel Schmutz also hier in den Hybridbehälter passt. Und es gibt, wie gesagt, noch die große Staubbox, da passt natürlich dann mehr rein. In den Preisbereich muss ich sagen, ein ganz vernünftiger Roboter. Mir ist jetzt soweit keine Schwachstelle aufgefallen, außer die Sache halt mit der Teppicherkennung, die ja nicht einwandfrei funktioniert hat. Ist ein guter Durchschnittsroboter, eine tolle Navigation, eine sehr gute Hinderniserkennung. Die Geräuschkulisse war angenehm gewesen. Das ist natürlich abhängig von der Saugleistung. Hat jetzt aber keine Pfeifgeräusche, Quietschengeräusche etc. Also irgendwas sehr Hochtöniges, was man dann ein bisschen überall hinhört oder was die Katzen aufscheucht. Erledigt soweit also eigentlich einen ganz vernünftigen Job. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, falls euch für den Shellbot interessiert. Und ihr findet den dann unten in der Videobeschreibung. Kommt, wie gesagt, bei Amazon einfach bestellen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.